aber sonst ist es voll super. Wir haben eine kleine Stimmung. Ich sage als Nachbar, muss man hergehen und die Jugend soll ihren Spaß haben dabei. Ja, man muss ja wegen schick anziehen in der heiligen Zeit. Also man, so geht's ja einfach. Aber was trinkt geht's. So ist es ganz leid unter. Die letzten paar Jahre war immer so. Der Witterungslage sind wir sehr zufrieden mit den Besucherzahlen, kann man sagen. Der halbe Bereich wird geheizt. Man sieht es heraus, im kühlen Bereich ist es weniger, aber im geheizten Bereich ist es voller Betrieb. Ich bin ja noch ein junger Bezirksfeuerwehrkommandant. Ich fühle mich auch so, ich habe wieder Horst, so ungefähr 40 Jahre. So fühle ich und so denke ich auch, so bin ich. Aber es ist schön, mit den jungen Leuten beieinander zu sein und einfach die Qualität der Feuerwehr hervorzuheben. Sie sind nicht nur da zu helfen, sondern auch miteinander zu feiern. Sie sind Kulturträger in den Orten und speziell in den Orten heraus, wie es da aber wirklich ist. Ich bin der Falksberger, der Bruder vom Kommandanten, Erich. Ich bin für Küche im Bereich verantwortlich, für mich das zu organisieren, dass das Material da ist, dass die Ware da ist, das Personal da ist, ja, und das läuft das Ganze. Wir verkaufen Schnitzelsemmeln, Bosner, Baguette, was wir selber machen, Schinkenkäsebaguette, alles, was die Leute in die Hand nehmen können, was ich genau, wird verkauft, wird angeboten. Die Menge, ja, ist relativ. Wir sind zufrieden. Wir hoffen, dass wir das, was wir heute noch eingekauft haben, auch noch weiterbringen. Von der Band SAC, ich bin der Frontman da und es macht heute irrsinnig Spaß in Oberwiedling. Trotz schlechtem Wetter machen wir heute eine Party, ja, gescheite. Wir spielen Rock-Pop aus den Charts, jetzt kommt dann unsere Mitternachtseinlage. Da machen wir einen Teil von Rocky Horror Picture Show und so weiter. Und natürlich voll Gas auf Partystimmung. Ich sehe immer HT1 und die Leute sind immer arbeiten. Das ist echt krass.